Hallihallöchen und willkommen zurück. Wieso ist unser Kind schon wieder wach? So, nachdem wir letzte Folge ein bisschen davon irritiert waren, dass es ein Upgrade gab, machen wir einfach so weiter wie immer. Okay, das ist auf alle Fälle auch neu, dass die Gelees jetzt jeweils, je nachdem, was es ist, eine andere Farbe haben. Das ist eine coole Änderung. Ich bin auch ganz ehrlich, vielleicht gibt es dieses Update auch schon länger und der hat das halt nie installiert. Immer alles. Ich habe eigentlich bei Steam alles auf automatisch stehen, aber der ist auch dunkel. Oh, und hat einen Effekt. Ich glaube, es wird richtig viel hinzugefügt, was ich halt einfach nur noch nicht hatte, weil ich halt die Version noch nicht hatte. Fünf Qualitätsdinger von Jody. Oh, heute ist Erntetag. Geil. Erntetag. Ich gebe dann halt noch mal richtig viel Kohle. Wir machen aber erstmal alles andere. Müssten alle Tiere gepet haben, außer den Hund und irgendeinen Huhn. Und die Ziege auch nicht. Scheiße. Dieses Huhn. Perfekt, alle Tiere. Ich heiße es gepet? Gestreichelt? Petting? Nein, oh. Boah, ich bin so zu durch, ey. Heute war ein anstrengender Tag, ey. Gerade weil ich deutlich am Vorproduzieren bin, weil wenn ihr diese Folge seht, bin ich im Urlaub schon. Ist wahrscheinlich. Ja, nee, warte, nee, ich bin schon da. Ich bin noch nicht auf dem Weg mehr. Folge kommt um 12 und ich wollte nach Plan bin ich um 11 Uhr da. In Ostfriesland nur. Nix Wildes. Nur noch mal rauskommen, entspannen. Inventar ist voll. Wenn ich jetzt weiß, was ich will. Ja, der bleibt da einfach mal eben liegen. Ich komme gleich wieder und dann sammle ich den ein. Ich mit meiner goldenen Kokosnuss auf dem Kopf. Ne, hier ist die Trüffelmaschine. Nein. Machen wir hier goldene da und Alex, du bist gerade mit dem Kopf durchs Kinderbett gelaufen. Alles gut bei dir? Sammeln wir eben noch den Dünger wieder auf. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwann verfällt, wenn das da so ewig liegt. Noch liegt es da. Keine Ahnung. Ah, ich hatte da auch noch eine Preise. Oh, hier ist auch noch eine Mais. Ist da noch ein ungeernteter Mais zwischen. Schande, ich habe ein Mais übersät. Was auch.
Boah, und dann, sobald wir im Sommer sind, geht es hier auch wieder voll, gibt es hier die richtige Maiseskalation. Weil ich dann hier unter mir das Feld auf dem neuen Feld, dann baue ich da überall Mais an. Das ist dann die richtige Mais-Eskalation, dann ist die richtige Mais-Eskalation. Halt die Frage, müssen wir halt auch noch echt gut was an besserem Dünger organisieren. Ich habe nichts, was ich da jetzt drauf sehen kann. Das heißt, die bleiben kahl und einige Felder werden weggehen. Wirklich einige. Jetzt gucken wir mal, aber ich glaube nicht, dass schon irgendwas davon fertig ist. Wenn ich irgendwo schon Standarddünger. Ja, 88, das wird ja einfach aus Harz hergestellt, deswegen. Ja, haben wir jetzt auch noch anderen Dünger irgendwie? Guck, das haben die auch geändert. Jetzt würde ich zwei immer rauskriegen. So. Erstmal nochmal ein bisschen Standarddünger hergestellt. So. Hier ist noch gar nichts fertig. Dann würde ich eben schnell die Kokosnuss aufbrechen. Ach, oh, ich muss noch was. Pierre kriegt einfach hier so einen leckere Kartoffelpuffer. Hier, Bauernmahlzeit kriegt er einfach. Fertig. Ich habe in meinem schlauen Buch, wo ich ja mal alles, oder alles, wenn ich so weit raus finde, hinschreibe, wenn ich dran denke, nach der Folge, habe ich für den noch nichts stehen. Außer Narzissen, bei dem hat, glaube ich, auch fast jeder. Ich glaube, sowas gekochtes ist genauso gut. Ein Geburtstagsgeschenk. Ja, lass mich mal kurz in den Shop gehen. Gibt es hier denn auch jetzt neuen Scheiß, den ich kaufen kann? Kirschbaum, Pfirsich, Granatapfel, Dürrator. Aha, sie zu trocknen. Uah. Hey, wir hatten letzte Nacht etwas von dir zum Abendessen. Blumenkohl, ich schätze, es war schon schlecht, aber mein Vater wollte es nicht wegwerfen. Unglücklicherweise hat es geschmeckt wie Schrott. Der hier lag doch nicht. Haben die den. War hier schon immer ein Teppich? Der Wintergarten oder das Gewächshaus mit dieser melodramatischen, süßen, knuffigen liegen. Musik. Jetzt ist halt die Frage, mich wird das jetzt echt. Hä? Hier ist ein Baum weg! Den hab nicht ich gefällt. Hier ist ein Baum weg. Wieso ist hier ein Baum weg? Wie findet man diese mysteriösen Kisten? Die man jetzt finden kann.
Fallen die hier so random aus Bäumen, wenn man die schüttelt? Oder aus so Sträuchern? Oder muss man die ausbuddeln? Kann man die angeln? Ich habe noch keine Ahnung. Steht hier? Ja, und es gibt ja jetzt hier auch so eine. Was ist das hier für eine Leiste? Stufe 4? Ja, keine Ahnung, wie ich an diese andere Scheiße da komme. Macht mich jetzt echt kirre. War hier schon immer ein Wasserfall? Obwohl. Da haben wir nochmal einen Lauch. Ich fahre jetzt über die Mine nach Hause. Quatsch nochmal mit der Kobold. Nee, mit dem Zwerg. Du hast die legendäre Zwergenschmiede gefunden und glaube, ich habe sie selbst noch nie gesehen. Die Maschinen sind so alt, dass kein. Ja. Alter, Zwergensicherheitsbuch. Bomben machen mehr, weniger Schaden an mir. Okay. Habe ich die schon? Die 6? Ich glaube, die 6 habe ich schon. Es ist halt die Frage, wo, was ist das hier? Zählt das für die Schädel? Also für die Mine wird das nicht zählen. Hier bin ich aber schon auf 120. Wird die Schädelhöhle sein? Gehe ich mal von aus. Keine Ahnung. Ich halt die Stelle. Hui. Das ist ein. Ich habe heute Dienst frei, Client Wisteps. Vermissen Pam. Ich habe heute Dienst frei, Client Wisteps. Geil. Ich halt die Stelle. Okay. Aber wie finde ich denn? Ich guck mal, ob ich hier im Tunnel was finden, weil der ist ja schon spooky. Hier ist doch so ein. Gleich irgend so ein. Da! Da ist nicht. Dann erst bringen eine Regenbogenmuschel zum Bahnsteig, lege sie in die Box. Ja, das habe ich hier gefunden, aber hier liegt sonst nichts. Auch geil, einfach so eine Schranke mitten im Tunnel. Ich will wissen, wie ich an so eine mysteriöse Box drankomme. Oder was das hier ist. Erfreu den Gouverneur. Hab ich doch. Hab ich auch schon mal gemacht. Komisch. Oh, ich bin so blöd. Jetzt hat der Schmied schon zu. Ich wollte doch eigentlich die Kokosnuss aufknacken gehen. Deswegen war ich in der City. Und ich habe alles gemacht, nur nicht die Kokosnuss aufgeknackt. Okay. War auch heftig, dass da random so ein Baum umgefallen ist. Auf das Haus meiner Schwiegereltern. Ich hoffe, die haben eine gute Versicherung. Okay, man sieht jetzt auch direkt, in was für einer Qualität die Scheiße hier rauskommt. Das ist auch schön. Das ist auch ein schönes Upgrade. So, der muss im Keller noch. In den Keller.
Ich glaube, ich habe die Milch gar nicht reingeschmissen, die ich noch habe. Ups. So, jetzt mal eben direkt hier den Rummel wieder wegräumen. Aha. Okay. So, ich gehe jetzt einfach mal noch mal hier in den Wald. Oh mein Gott, hier ist jetzt auf einmal ein riesiger Baum. Okay, die haben ja auch einfach riesige Bäume auf einmal. Ein Porträt von Alex, süß. Aber 30.000 München, naja, ist mir doch zu teuer, Alter. Wieso sind da, das war noch nie so. Muss ich mir mal hier den Wald auch nochmal angucken. Nicht, dass der jetzt auch optisch anders aussieht. Ja, der sieht gleich aus. Ich habe ich gesehen, Schleim da oben. Ja, der nach dem süßesten Geschmack sucht, ja. Aber irgendwie auch mehr Schleim. Oh, ein Rettich. Ist ja auch mal schön, dass man mehr Haar raus hier rauskriegt. Aber das ist gut zu wissen, dass da noch fleißig dran weiterentwickelt wird. Ich weiß auch nicht genau, was, wieso, was für ein Stück, aber es scheint ja immer noch genug Leute zu spielen, dass man das immer noch weiter erweitert. Anscheinend. Das muss ich sagen, das mit den großen Bäumen, das sieht cool aus. Nur da man, ich gehe mal. Hier wird man irgendwas hin platzieren müssen. Irgendwas quasi opfern, vielleicht geht dann da was los und man hat da noch einen Dungeon oder. Oh. Irgendwas zum Sammeln oder kriegt einfach irgendeine random Belohnung? Keine Ahnung. Weiß nur, dass wir jetzt richtig dick Kohle kriegen sofort. Oh mein Gott, das ist auch schon fertig. Toll, ich hab's. Gerade weggetan. Tü-tü. Weil ich dachte, das ist bestimmt noch nicht fertig. Entschuldigung. Heute wird ein fetter Tag. Es wird ein fetter Tag. Na, 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 na. Und jetzt ins Bett. Zack. Steht da 52.000. Alter.
17.000 für den Blut und viert. Ach du. Alter, ich glaube, so einen guten Tag hatten wir doch nie. Da steht 54.000. What the fuck? Ja, damit beende ich. Ich gehe nochmal auf OK. Vielleicht kommt ja nochmal irgendeine Animation da irgendeiner. Aber Fortschritte gespeichert, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao.